Blizzard Entertainment präsentiert Das Grabmal des Sargeras. Die Vorgeschichte von World of Warcraft Legion. Das Grabmal des Sargeras von Robert Brooks. Dritter Teil. Der Zorn des Grabmals. Kolossale Energiewellen brachen aneinander und vermischten sich zu einem anschwellenden Wirbel aus Arkan und Teufelskraft. Die riesige Kammer schwankte und wogte, während Sturzbecher aus Feuer sich durch sie ergossen. Und doch wichen Khadgar und Gul'dan keinen Fingerbreit, zögerten nicht, zuckten nicht einmal mit der Wimper. Stattdessen lächelte Khadgar, so dass er seine Zähne zeigte. Er stieß die Arme nach vorn und hob das Kinn. Es waren keine Tricks, nur ein endloser Ansturm aus reiner, roher Kraft. Wo ihre Raserei kollidierte, brach Feuer aus. Die Luft selbst drohte in Flammen aufzugehen. Wenn das geschähe, würde alles im Grabmal zerstört. Auch Khadgar, auch Gul'dan. Und keiner von ihnen gab nach. Gul'dan, hört auf damit! Wieder die verhasste Stimme. Kill jeden. Gul'dan brüllte: Haltet euch da raus! Gehorcht mir, zieht euch zurück! Ich kann ihn töten! Gul'dan kochte vor Wut. Khadgar grinste, seine Stirn glänzte vor Schweiß. Wer ist das, Gul'dan? Wer hält eure Leine in der Hand? Gul'dan reagierte mit unartikuliertem Gebrüll und schleuderte dem Erzmagier noch mehr seiner Macht entgegen. Funken stoben, doch Khadgar lenkte die Energie heiser lachend ab. Welchen eurer Herren und Meister haben wir noch nicht getötet? Kil'jedens Stimme packte Gul'dans Geist. Schluss damit! Heute darf keiner von euch sterben! Was? Hört auf! Jetzt! Es war nicht nur ein Befehl, es war ein Ultimatum. Gul'dan musste gehorchen, sonst würde man ihn von der Legion trennen. Augenblicklich. Also gehorchte er. Gul'dan breitete die Arme aus und dehnte seine Macht zu einer dünnen Fläche aus reiner Teufelsenergie. Khadgars Angriff durchbrach sie, doch als die Fläche barst, setzte sie eine blendende Lichtexplosion frei. Khadgar bedeckte seine Augen. Als das Gleißen nachließ, war Gul'dan verschwunden. Khadgar richtete sich auf und wischte sich über die Schultern. An seiner Robe hatten Fäden angefangen zu versengen. »Ich weiß, dass ihr noch hier seid, Gul'dan«, sagte er. »Ihr könnt nirgendwohin fliehen.« Gul'dan hielt sich in den Schatten versteckt. Der kleine Trick, den er gegen die Behüter eingesetzt hatte, hinderte Khadgar daran, ihn mit bloßem Auge zu sehen. Aber Gul'dan wusste, dass der Erzmagier ihn mit anderen Methoden finden konnte. »Ich kann eure Aufgabe nicht beenden, ohne dass ihr es spürt«, sagte Gul'dan leise zu Kil'jeden. »Lasst mich ihn töten.« »Er wird alles für den Sieg tun. Das wird uns eine Gelegenheit verschaffen. Später.« Gul'dan hatte keine Ahnung, was das heißen sollte, aber jetzt wusste er, dass die brennende Legion auch einen Plan für Khadgar bereithielt. Das warf interessante Fragen auf. Glauben Sie wirklich, dass Sie ihn auf Ihre Seite ziehen können? Wenn Sie das schaffen, werden Sie mich noch brauchen? Einmal mehr klang Verrat durchaus verlockend. Gul'dan bewegte sich weiter durch die Dunkelheit. Khadgar fing an, leuchtende, arkane Kugeln zu schleudern, die Schatten Stück für Stück beseitigten. Außerdem füllte er die Kammer mit Worten. Wie wichtig seid ihr ihnen, Gul'dan? Ist es Kil'jeden, der euch befehligt, oder nur eins seiner Schoßhündchen? Seine Stimme schien von jedem Stein gleichzeitig zu erklingen. Eine schlaue Idee, so konnte er seinen Standort verbergen. Gul'dan fand schnell heraus, wie er sie kopieren konnte. Eine kleine Prise Teufelsenergie und seine eigene Stimme donnerte durch die Kammer.
Khadgar, ich habe mich nie für eure Hilfe bedankt. Es wäre schwer gewesen, die Eiserne Horde allein zu besiegen. Ihr und eure Freunde wart höchst hilfreich, sagte er. Khadgar lachte. Ja, und für euch hat es ein so gutes Ende genommen. Die Sorte Hilfe leiste ich euch jederzeit gern. Er wirbelte herum und ein Feuerball raste auf Gul'dan zu. Steinsäulen verdunsteten, Steine fielen von der Decke herab und donnerten wie eine Lawine. Gul'dan bewegte sich nicht und ließ das Chaos nachlassen. Der Angriff hatte ihn nur um wenige Schritt breit verfehlt. Vielleicht hatte er sich nicht so gut getarnt, wie er gedacht hatte. Aber einen Moment später wandte Khadgar sich wieder ab. Er hatte gut geraten. Nichts weiter. Gul'dan konnte direkt auf Khadgars Rücken zielen, und doch durfte er nicht angreifen. Es war absurd. Vielleicht würde man ihm einen Fehler im Eifer des Gefechts verzeihen. Kil'jaeden wäre vielleicht erbost, aber er braucht mich noch, dachte er. Im rechten Moment würde Gul'dan seine Vermutung auf die Probe stellen. Bis dahin musste er diese Aufgabe schnell beenden, kein Herumstolpern mit jedem Schritt mehr. Kil'jaeden, sagt mir, was sich in diesem Grab befindet und wie ich es entfesseln kann, flüsterte Gul'dan. Stille. Dann, endlich, lenkte Kil'jaeden ein. Hört genau zu. Das tat er. Während Kil'jaeden sprach, konnte Gul'dan sich ein Lächeln nicht verkneifen, das seine Lippen verzerrte. Khadgar umkreiste langsam die Mitte der Kammer und machte sich nicht die Mühe, seine Schritte zu verbergen. Das Areal war riesig. Reihen von Säulen erstreckten sich in die Dunkelheit. Halb erweckte Runen ließen sie sanft leuchten. Es gab unzählige Orte, an denen sich Gul'dan verstecken konnte. Es würde leichter sein, ihn hervorzulocken, als ihn in den Schatten aufzuspüren. Habt ihr Angst, Gul'dan? Keine Antwort. Khadgar hoffte, dass jeder Schritt, jedes Wort den Stolz des Hexenmeisters wie ein Dolch durchbohrte. Gul'dan war über den Rückzugsbefehl scheinbar nicht erfreut gewesen. Hat die brennende Legion ihn unter so strenger Kontrolle? Khadgar sprach mit ruhiger Stimme weiter. Musstet ihr schon einmal eigenhändig einen Gegner töten, der vorbereitet war? Jemanden, der ganz genau wusste, wer ihr seid? Euer anderes Ich musste das jedenfalls nie. Er führte Kampagnen von Draenor bis Azeroth und legte ganze Städte in Schutt und Asche. Und doch ließ er solche Dinge immer von anderen erledigen. Ah, das hier muss euch ja so unangenehm sein. Ein leises Rascheln, Haut, die sich an Stoff rieb. Mehr bekam Khadgar nicht als Vorwarnung. Gul'dan hob die Hände. Eine prasselnde, grüne Feuerwand rauschte auf Khadgars ungeschützten Rücken zu. Er ließ sie sich nähern. Er konnte ihre Hitze im Nacken spüren, bevor er eine einfache Geste vollführte. Arkanmagie ließ die Luft um ihn herum erstarren und umgab ihn mit einer Eisbarriere. Gul'dans Feuer ließ kaum ein paar Tropfen davon schmelzen. Fauchend zog sich Gul'dan wieder in die Schatten zurück. Khadgar lächelte. Eine weitere Geste ließ die Barriere in 1000 winzige Splitter zerspringen, die mit fast melodischem Klang zu Boden fielen. Khadgar schüttelte die plötzliche Kälte ab und ging weiter. Unter seinen Stiefeln wurde das Eis zu Pfützen gequetscht. Fast hättet ihr mich erwischt, sagte er. Ein ersticktes, schmerzerfülltes Stöhnen klang durch die Kammer. Khadgar konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Euch war wohl nicht gestattet, mich anzugreifen. Wie fühlt sich eine Züchtigung durch die Legion an, Gul'dan? Seid ihr jetzt bereit, ein gutes Hündchen zu sein? Die Stimme des Orks überschlug sich fast vor lauter unterdrücktem Zorn. Glaubt ihr, es gibt ein Schicksal, Mensch? Fragte er. Seltsame Frage. Ich kenne euer Schicksal, antwortete Khadgar. Und was ist mit Erlösung?
Erlösung für euch? Nein, prustete Khadgar. Nein, für mich nicht, stimmte Gul'dan zu. Eure Art von Erlösung langweilt mich. Höllschreis Sohn hat sie auch gelangweilt, wie ich höre. Das war wohl wahr. Was wollt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass euch das Dasein als Marionette gefällt. Ich will, dass meine Feinde brennen, sagte Gul'dan. Reizend, erwiderte Khadgar. Aus den Schatten kamen keine weiteren Angriffe. Gul'dan wollte Zeit schinden. Khadgar sah sich die Kammer genauer an. In der Nähe schimmerte ein Sockel und zog seinen Blick auf sich. Die Runen darauf erkannte er. Sie waren das uralte Werk der Hochgeborenen. Während des Kriegs der Urahnen, als die Legion versucht hatte, hier ein Portal zu öffnen, das eine Art zweiter Front geschaffen hätte, waren große magische Anstrengungen vonnöten gewesen, es zu versiegeln. Genau das hatte er gerade vor sich, eines der 5 Siegel. Er wusste nur dank seiner Studien von ihnen. Khadgar beugte sich vor, um dieses zu untersuchen. Es war ein faszinierendes Werk, so präzise, obwohl es in Eile erschaffen worden war. Es war noch immer aktiv und pulsierte mit violettem Lichtschimmer, als es... Ein Geräusch. Das Siegel blitzte grün auf, dann erlosch es. Khadgar starrte es an. Einen Moment später stieg beißender Rauch davon auf, aber sein Licht war für immer erloschen. Das Siegel war verschwunden, vor seinen Augen gebrochen. Etwas kratzte an Khadgars Unterbewusstsein, Gul'dan. Obwohl er verborgen war, brach er die Siegel auf. Und wenn sie alle verschwenden? Dann gewinnt die Legion. Khadgar konnte nicht länger warten. Er formte Energie zu einer schulterhohen, tränenförmigen Gestalt und erfüllte sie mit Macht. 2 Arme erschienen und der Arkan-Elementar öffnete die Augen. Ich diene, sagte er. Khadgar zeigte in die Schatten. Jemand versteckt sich. Tritt gegen ein paar Steine, bis du ihn heraustreibst, befahl er. Ich gehorche, antwortete der Elementar. Er konnte nicht wirklich treten, ohne Beine, aber er schwebte ohne weitere Fragen zur östlichen Ecke des Raums. Das war nett. Elementare nahmen alles entsetzlich wörtlich. Er würde gar nicht vermeiden können, früher oder später über Gul'dan zu stolpern. Aber warum nur der eine? Khadgar rief noch weitere herbei. Es wurde Zeit, den Hexenmeister unter Druck zu setzen. Und auch seine Meister, hoffe ich, dachte Khadgar. Plötzlich kam ihm eine neue Idee. Schließlich gab es viele Arten der Ablenkung. »Also, Gul'dan«, sagte er, »ich muss einfach fragen, hat euch die Legion von eurem Tod erzählt?« »Das war nicht ich«, dachte Gul'dan, aber sein Ärger kämpfte gegen seine Neugier an. Wusste der Erzmagier tatsächlich, wie der andere Gul'dan umgekommen war? Kil'jeden schien seine Gedanken lesen zu können. »Ignoriert ihn!« »Das tue ich«, zischte er. Er hatte noch immer Schmerzen. Nach Gul'dans Angriff auf Khadgar hatte sein Ungehorsam sofortige Folgen gehabt. Das machte ihn nur noch zorniger. »Selbst Sklaven von Hochfels wurden besser behandelt«, wütete er lautlos. Er blickte sich in der Kammer um. Keines von Khadgars Wesen war in seiner Nähe. Gul'dan benutzte nur tröpfelnde Teufelskraft, viel zu wenig, als dass selbst Khadgar sie finden könnte. Aber mehr brauchte der Hexenmeister nicht. Kil'jeden hatte ihm die Wahrheit über dieses Grab enthüllt. Das ursprüngliche Gebäude war vor vielen Jahrtausenden gegen dämonische Eindringlinge abgeschottet worden, aber Gul'dan war kein Dämon. Nicht ganz. Hier gab es so viel Macht und nicht alle davon entsprang der Legion.
Sie war mit solcher Kunstfertigkeit aufgeschichtet, umgekehrt und verborgen worden, dass sie nur eine einzige Person zuvor gefunden hatte. Aber nach 10.000 Jahren der Vernachlässigung hatten diese Siegel, die von unvollkommenen Sterblichen aus der Macht der Titanen erschaffen worden waren, winzige Schwachstellen entwickelt, verhängnisvolle Schwachstellen. Die Legion konnte die Siegel nicht berühren, aber die Dämonen hatten sie eingehend studiert. Die uralten Schöpfer der Zauberschutze hatten sie so geschaffen, dass sie jeden töteten, der versuchte, sie zu brechen. Aber Gul'dan wusste genau, wie er alle 5 Siegel gefahrlos öffnen konnte. Eines davon war bereits beseitigt und Gul'dan war noch am Leben. Die Anweisungen der Legion waren korrekt. Gul'dan strengte sich an und fühlte, wie etwas nachgab. Das ganze Grab erzitterte. Ein weiteres Siegel war entfernt, noch 3. Er sah zu Khadgar hoch, der seinen Kopf neigte, aber die Tragweite dessen, was gerade geschehen war, nicht zu verstehen schien. Die Siegel zu brechen war kein so dramatisches Ereignis, wie Gul'dan vermutet hatte. Die gesamte Macht, die die Legion vorbereitet hatte, um dieses Portal zu öffnen, schien Gul'dan aus der Ferne zu rufen. Sie hatte zu lange geschlummert. Sie verlangte, dass man von ihr Besitz ergriff. Interessanterweise kam Gul'dan der Verdacht, dass die Legion nichts von der anderen Machtquelle hier unten wusste. Aber obwohl er sie spüren konnte, war er nicht in der Lage, sie zu führen. Also war sie unwichtig. Jedenfalls im Moment. Khadgars Stimme unterbrach seine Gedanken. Die Horde, die erste Horde, hatte Lordaeron überrannt. Ihr habt sie im Stich gelassen, um hierher zu kommen. Einer von Khadgars Elementaren schwebte in Gul'dans Nähe, sah ihn aber nicht. Die Insel war unter dem Meer. Ihr habt sie herausgehoben. Höchst beeindruckend. Gul'dan konzentrierte sich auf seine Aufgabe. Seine Finger zuckten unfreiwillig. Seine Teufelskraft wand sich tief in die Runen des Grabes und suchten das 3. Siegel. Da ist es. Gul'dan versuchte es zu erfassen. Er schaffte es nicht. Es war schlüpfrig. Wann immer er versuchte, die Schwachstelle aufzustemmen, glitt er ab. Es war wie ein Versuch, im Dunkeln einen Knoten aus Spinnenseide zu lösen. Mit den Zehen. Und wisst ihr, was euch zur Belohnung für eure treuen Dienste widerfahren ist, Gul'dan? Fragte Khadgar. Plötzlich entglitt Gul'dan seine Magie. Das 3. Siegel brach nicht einfach auf, es zersprang. Ein tiefes Rasseln füllte den Raum, gefolgt von einem Scheppern. Gul'dan erstarrte. Khadgars Konstrukte bewegten sich nicht mehr. Ein tiefes Summen erhob sich und ein schwaches Licht, das zwischen Grün und Violett wechselte, begann aus jedem Stein des Bodens und der Wände der Kammer zu leuchten. Gul'dan hatte nicht nur das 3. Siegel geöffnet, er hatte auch versehentlich das 4. aufgebrochen. Es war vermutlich ein Wunder, dass ihn das nicht umgebracht hatte. Nur ein Siegel war übrig. Kil'jedens Freude war unverkennbar. Gut gemacht. Zerstört das 3. Gul'dan zögerte. Das 3. Siegel erschien ihm anders. Er betastete es, doch er fand keine Schwachstelle. Es schien unfassbar fest zu sein. Und mit jedem Moment wurde es mächtiger. Das Grab selbst verstärkte es. Arkane Energie strömte in das Siegel. Es war zu kompliziert, um ein Zufall zu sein. Jemand hatte diesen Moment vorhergesehen und einen Mechanismus erschaffen, um ihn zu verhindern. Es gab eine weitere Machtquelle, das konnte Gul'dan spüren. Es war die andere Sterbliche, die, die das Grab vor Jahrhunderten erobert hatte. Das war ihr Werk. Kil'jaeden, was geht hier vor? Flüsterte Gul'dan. Er antwortete nicht. Mehr Licht füllte die Kammer. Gul'dan konnte spüren, dass Khadgar eine unfassbare Menge Arkanmacht vorbereitete. Dem Erzmagier war offensichtlich klar, dass sich etwas Gigantisches abspielte. Jetzt weiß ich, warum dieser Ort so seltsam wirkt, sagte Khadgar.
So etwas habe ich seit meiner Lehrzeit nicht gefühlt. Ich weiß nicht, warum ich die Macht eines Wächters spüre, Gul'dan! Khadgar entfesselte Energie. Gul'dan bereitete sich auf den Einschlag vor, aber die Arkanmagie rollte nicht vorwärts. Sie manifestierte sich mitten in der Luft. Ein glühender Keil, dreimal so hoch wie Khadgar, schimmerte und sprühte Funken. Seine Winkel formten eine scharfe Kante. Khadgar drehte die Hände und die Kante zielte direkt auf den Boden. Die Stimme des Erzmagiers klang angestrengt, doch bestimmt. Aber ich weiß, was sie vorhat! Die Arkanelementare sausten auf den Keil zu, ihre Arme verschmolzen mit ihm. Und ich glaube, ich werde ihr helfen! Gul'dan spürte, wie ihn eine Welle der Besorgnis von Kil'jeden erfasste. Die Elementare zogen nach unten. Der Keil prallte gegen den Boden und spaltete den Stein. Die ganze Kammer schwankte. Gul'dan fiel zu Boden. So viel zu Kil'jedens Plänen. Gul'dan erhob sich und ließ seinen schwarzen Mantel von seinen Schultern fallen. Es gab keinen Grund mehr, sich zu verstecken. Er legte alle List ab. Ich gehorche, Kil'jeden, sagte der Ork und hob die Hände. Khadgar sah ihn sofort. Also ist es, Kil'jeden, sagte er lächelnd. Seine eigenen Hände schnellten vorwärts. Mit einem ohrenbetäubenden Donnerknall trafen die Mächte von Khadgar und Gul'dan aufeinander. Die Hitze ihres Kampfes erweichte den Stein unter ihnen. Wieder hoben die Arkanelementare den Keil an. Die Kammer bebte, Säulen stürzten ein. Die kunstfertigen Mechanismen, die ein Portal öffnen sollten, zitterten und lösten sich auf. Der Keil bewegte sich auf und ab. Die wirbelnden violetten und grünen Lichter flackerten. Der Raum stand kurz vor dem Zusammenbruch. Khadgar könnte die ganze Kammer zum Einsturz bringen und das Legionsportal mit ihr. Gul'dan schleuderte Angriff um Angriff. Khadgar wehrte jeden davon ab. Er hatte kein Bedürfnis, einen Gegenangriff zu riskieren. Er hatte die Oberhand. Kil'jeden, flüsterte Gul'dan. Ich brauche die Macht des Grabmals. Nein. Es ist nur noch ein Siegel übrig und es wird geschützt. Ich kann es nicht brechen und ihn töten. Die Worte peitschten über Gul'dans Zunge. Er hat mich jahrzehntelang studiert. Er kann mich zu lange fernhalten. Ihr werdet mich hintergehen. Gul'dan zwang mehr Macht in seine Attacken. Khadgar schwankte, hielt jedoch stand. Gul'dan knurrte frustriert. Khadgar wird das Grabmal zerstören. Die Legion wird nie wieder eine Chance bekommen, diesen Ort zu nutzen. Glaubt mir, dass ich diesen Narren töten will, oder glaubt mir, dass all eure Pläne zu Asche werden! Schweiß tropfte von Khadgars Gesicht. Ich habe ganz vergessen, meine Geschichte zu beenden, sagte er. Als ihr das Grabmal des Sargeras betreten habt, seid ihr in einem Hinterhalt umgekommen. Gul'dan konnte Kil'jedens Unentschlossenheit spüren. Der Betrüger kennt mich zu gut, dachte er. Doch andererseits war da etwas Neues. Ein See aus Feuer in einer anderen Dimension, die plötzlich zum Greifen nah war. Der andere Gul'dan ist nicht durch die Allianz umgekommen, auch nicht durch die Horde, die er verraten hat, sagte Khadgar. Gul'dan konnte sich nicht verkneifen, ihm zuzuhören. Er hat das Grab betreten und wurde von Dämonen in Stücke gerissen. Die brennende Legion brauchte ihn wohl nicht mehr. Die Worte trafen Gul'dan bis ins Mark. Vor langer Zeit war er ein Ausgestoßener auf Draenor gewesen, ohne einen Ehrgeiz, der über seine nächste Mahlzeit hinausreichte. Die Legion hatte ihm eine schlichte Wahrheit gezeigt. Stärke konnte man nicht ignorieren. Er hatte nie wieder gehungert. Khadgar hatte ihm soeben eine weitere Wahrheit gezeigt. Gul'dans Stärke würde ihren Nutzen verlieren. Es war nicht nur möglich, dass die Legion ihn loswerden würde, es war unausweichlich, es war Schicksal. Dann strömte die Macht in ihn.
Khadgar sprach weiter. Ich frage mich, was sie euch antun werden, Gul'dan, wenn sie fertig sind. Er hielt inne. Der scherzhafte Ton hatte seine Stimme verlassen. Er musste die Veränderung gespürt haben. Was tut ihr da, Hexenmeister? Gul'dan stellte seinen Angriff auf Khadgar ein und konzentrierte seine Macht auf das letzte Siegel. All seine eigene Stärke, all seine geborgte Macht. Gul'dan packte das Siegel mit einer Faust aus Teufelsenergie und zerquetschte es. Die tödliche Energie barst hervor und versiegte, als sie auf seine traf. Die Zauberschutze waren fort, einfach so. Die Reserven der brennenden Legion, mit genug Stärke die Barrieren zwischen Welten zu zerschmettern, waren frei und strömten auf das Portal zu, das tief unter der Insel vergraben lag. Diese Stärke kam nie an. Gul'dan ergriff sie vorher. Feuer füllte Gul'dans Geist. Er schrie auf, seine Hände umklammerten seinen Kopf, seine Augen waren zusammengekniffen. Er vergaß Khadgar, er vergaß das Grabmal. Seine Verteidigung erstarb und Khadgars arkaner Zorn brach über ihn herein. Gul'dan spürte ihn nicht. Er erstickte an Macht, ertrank in einem endlosen Ozean. Es war widerwärtig. Es war auch wundervoll. Er sog sie in tiefen Zügen ein. Er spürte Schmerz. Dann fand er sein Gleichgewicht. Er spürte Kontrolle. Das war wahre Macht. Das war, was er immer gewollt hatte. Das war, was die brennende Legion ihm versprochen hatte. Stärke, die man nicht ignorieren konnte. Und doch hatten ihm die Dämonen bis jetzt nur Brosamen zukommen lassen. Warum sollte man einem entbehrlichen Narren mehr geben? Gul'dan öffnete die Augen. Adieu, Erzmagier, sagte er und hob nur einen Finger. Khadgar umgab sich mit Eis. Überwältigender Zorn brach hervor. Die Kammer schwankte wie ein Schiff auf hoher See. Die Arkanelementare und ihr Keil verflogen in einem Augenblick. Der Eisblock und der Erzmagier in seinem Inneren waren nur ein Kiesel in einem Orkan. Und doch, so sehr der Hexenmeister ihn quetschte, zerbarst er nicht. Das überraschte Gul'dan. Er hatte das Gefühl, die ganze Welt aufbrechen zu können, wenn er nur wollte. Aber es war nur eine kleine Schwäche. Khadgar könnte auch später sterben. Mit einem Wink seiner Hand wurde das Eis durch das Tor außer Sichtweite geschleudert. Dann ließ er den Torbogen einstürzen. Tonnen von Fels stürzten herab und versiegelten die Kammer. Falls Khadgar noch am Leben war, stellte er kein Problem mehr dar. Gul'dan hatte gesiegt. Die Macht in ihm war unvorstellbar. Die Möglichkeiten waren grenzenlos. Und doch dachte Kil'jaeden noch immer, er könne Befehle erteilen. Ihr habt einen Pakt geschlossen, Gul'dan. Beendet eure Aufgabe. Macht uns den Weg frei. Gul'dan atmete tief ein und genoss den Augenblick. Nein, Kil'jaeden, antwortete er. Das wäre